Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile und ich rate mal, aber es ist jetzt nur geraten, die letzte Folge direkt aus der Flashback-Liga mit meiner Chaos-Hexe, in der ich einfach mal zeigen wollte, wie läuft das so am Anfang mit der Chaos-Hexe, wo geht sie hin, wo entwickelt sie sich hin? Na, ich habe da ein Geräusch gehört. Wo entwickelt sie sich hin und natürlich, um auf Stufe 35 meine kostenfreie Überraschungskiste abzugreifen. So, wir erhöhen auch hier jetzt einfach weiter Chaos-Schaden. Wir werden immer gefährlicher. Ach da, die machen so einen Krach. So, wir sind hier, ja, ich sag mal, Richtung Ende Akt 3. Richtung Ende Akt 3. Kämpfen uns jetzt gerade zum Endboss. Zum Akt... Endboss, zum... Aktboss zum Endakt-Gegner. kämpfen wir uns jetzt durch. Und wenn wir den erledigt haben. Guck mal, da ist er. Da ist er, da ist er. Was verkauft er denn? So, jetzt aber auch mal gut. Jetzt könnt ihr mal aufhören. Da sind ja echt viele um den rum, ja? So, das war's. Dann holen wir uns ja auf alle Fälle den Schatz noch. Eigentlich müsste ich ja gucken, dass ich das echt noch irgendwie verkloppt, diese Paranus-Münzen. Mal gucken. Für 109. Habe ich denn schon 109 zusammen? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich noch nicht mal 109 zusammen habe. Da muss ich doch tatsächlich mal... Da muss ich doch tatsächlich noch mal... 109 wäre natürlich ein Traum, wenn ich so 109 hätte oder meinetwegen auch ein paar mehr. Da muss ich doch einmal kurz zurück. Und dann müssen wir einmal kurz schauen, wie viel haben wir inzwischen da angesammelt. Doch, kann ich mir leisten. Das mache ich. Weil wie gesagt, sonst landen die in der Standardliga und da gibt es den Händler nicht. Allow me to turn your coins into something useful. So, und das nehmen wir natürlich an. May Prospero bless this train. Und jetzt haut er ab, ne? Auch ein schönes Portal. Ich weiß, ich meine, so viele habe ich jetzt auch nicht. Ich muss dazugeben, also ich habe das am Anfang, ich glaube bei der ersten Flashback... die ich gemacht habe. Da war ich da auch noch ganz scharf drauf, als ich dann festgestellt habe, dass der Kram echt so teuer ist, dass man da schon ganz schön für fahren muss. Ah, die sind aber knackig. So, da müssen wir mal ein bisschen hier raus. So, wer auch immer das war, der das jetzt so kompliziert und so schwer gemacht hat. Da oben scheint doch, oder? Komme ich von da? Nee, da ist es. Oh, es geht weiter. Es geht immer höher in diesem Turm. Und wir sind fast da. So, also wie gesagt, die Standard-Mobs, die machen ja überhaupt keine Schwierigkeiten, keine Dollen. Hier und da mal. Gut, man muss mal ein bisschen bluten. Aber ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Mir scheint, da hinten geht's weiter. Ja... Der wird ja zum Turm immer spitzer oben, ne? Also die Gebiete werden ja immer kleiner. Und irgendwann stehen wir vor ihm. Dominus. Gerüchteweise die dumme Nuss, aber es stimmt nicht. Der ist schon ganz gerissen eigentlich. Hat sich nur mit den Falschen angelegt. Das Turmdach. Hier geht's auch schon los. So, hier wollen wir aber mal ein Portal vorsichtshalber aufstellen. Falls wir denn sterben, damit wir nicht wieder durch den ganzen Turm laufen müssen. Oder durch den halben auch nur. So. Die haben's ja alle nicht leicht mit mir. So.
Da ist ein Vierling gefallen. So, der hetzt uns ja ein Gegner nach dem anderen. Was ihm natürlich nicht so viel hilft auch. So, jetzt versucht er das eben selbst. Aber da wir ihn fiese verfluchen und dann auch noch unseren Seelenriss auf ihn hetzen. Wo ist er? Da. Ja, ja. So, jetzt ist gleich vorbei. Jetzt ist vorbei. Nee, doch nicht. Weil hier kommt er auch immer her, wenn er stirbt. Hier kommt er immer zum Sterben her. So, jetzt. Seht ihr? Ich hab mit dem immer Spaß. Der stirbt immer an dieser Stelle. Das ist so. Ich meine, ist ja auch gut. Woanders hat er auch nicht so viel Platz. Gerade für dieses Vieh nicht. So, da werden wir. Also hier müssen wir eben ein bisschen drauf achten. Der macht Blutungsschaden. Und wenn wir da nicht dran sterben wollen, müssen wir zum einen in dieser Kuppel bleiben, nach Möglichkeit. So, das war's. So, das Schöne ist, dass der ja auch noch Energieschild quasi raubt, ne? Also wenn er Schaden macht. Das ist eigentlich auch noch so ein bisschen so das Schöne. So, Diala. So, das Diebesgewand können wir leider nicht brauchen, obwohl das ein schönes Feeling ist, ne? Aber das können wir nicht brauchen. Die Stulpenhandschuhe, ein bisschen Energieschild ist ja schon drauf. Und weiter geht's. Stufe 33. Noch zwei Stufen. That water just reeks of corruption. Let's see where it comes from. Ja, ich geh mal da lang. Was haben wir hier? 33? Oh, passt. Passt aber genau. Achso, ich wollte eigentlich auch mal ganz schnell gucken, wie lange ich dann schon gespielt habe. 4 Stunden 31 Minuten. Bis Ende Akt 3. Ich glaube, das ist ganz okay. So, jetzt mit, ich sag mal, besseren Schuhen, vielleicht noch so ein Quecksilberfläschchen, wären wir vielleicht auch noch ein bisschen schneller durchgekommen. Gerade so ohne irgendwelche Herausforderungen mit, wenn man jetzt noch Items von irgendeinem zweiten Char, den man schon durchgespielt hat, noch verwendet, die vielleicht noch ganz gut sind, sodass man da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen muss, glaube ich, ist das auch sehr gut. Dann kann man das schon relativ schnell auch schaffen. So, ich lasse mich immer zu leicht ablenken, ne? Also so einfach so knüppelhart durchlaufen. 10 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich das so in dem Tempo in 10 oder vielleicht in 12 Stunden bis Ende Akt 10. Weiß ich nicht. Möchte ich aber auch gar nicht ausprobieren jetzt gerade. So, wäre mit dem Scheiß auch gerade, weil ich den ja schon einmal gespielt habe, ne? Wäre das ein bisschen. Das wäre ja quasi jetzt genau das zweite. Ich würde den ja im Prinzip nur einfach nachspielen. Das mache ich ja jetzt auch quasi. Um das nochmal zu zeigen. Aber weil ich mir einfach gedacht habe, für eine Flashback kann man den echt gut hernehmen. Weil der doch relativ simpel zu spielen ist. Man ist da nicht so auf so große irgendwelche. Oh. Na, was war das für einer? Das war zumindest nichts Nettes. Da war hier so ein, ne? Der war nicht nett. Das war auch ein Ereignis. Also wenn wir mal vorsichtshalber unseren Schaden hier erhöhen. Unbedingt machen wir das. So, jetzt sind wir auch fast da.
Was macht denn da so eine Geräusche? Ich habe den Vogel doch tot. Eingefroren. Schnell. Halleluja. Da gibt es auch Fläschchen dagegen übrigens. Der wäre schön vielleicht. Maschenhandschuhe? Ah, weiß ich auch nicht. Komm was. So, 34, ne? Oh. Ich glaube, ich war das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ich auch ungefähr hier in dem Bereich und bin dann Stufe 35 gewesen. Das heißt, wir werden jetzt hier unten noch das erste Gebiet wahrscheinlich abklappern müssen. Können wir eigentlich auch gleich runtergehen. Brauche ich mir gar nicht so lange noch die ganzen Aufträge holen. Oh. Es naht. Leute, es naht. Die große Überraschung. Die Habinger, die hatte ich auch lange nicht. So, ich bin ausnahmsweise mal zutiefst erfreut, euch zu sehen. So, was ist nun? Schön ist, die kommen ja auch alle so auf einen Fleck. Das ist natürlich total klasse. Wenn man so einen Fluch über ein bestimmtes Gebiet macht, ist natürlich super. So, mein Inventar ist voll. Leute, mein Inventar ist voll. Und ich muss ja die Fahne noch einpacken. Theoretisch. Ich hatte ja gedacht, so Mitte Akt 4 würden wir ungefähr werden. Naja, Monsterstufe 34. War ein bisschen verschätzt. Aber wir sind gut davor. Also, genau. Vielleicht reicht es ja hier auch gar nicht. Wir müssen doch noch zumindest kurz in die Mine. Oh. Der war mal kurz gefährlich. Also man muss eigentlich sollte man immer zusehen, dass man erstmal Distanz bekommt, ne? Das war auch ich war doch ein bisschen übermütig. Aber die läuft so gut. Die läuft einfach gut. Man kann diesen Seelenriss auch einfach mal so, ne? Ich weiß nicht, der macht ja immer so komische Kurven und so. Ich glaube, der sucht sich auch die Seelen, die er zerreißen kann. Ein bisschen voll hier gerade. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also die ist natürlich nicht ganz unsterblich. So. Geht doch. Und da auch. Ich glaube, das waren zwei, scheint mir. Schön. Ach, ist das schön, dass ich das noch erleben darf. So zum Ende. Zum nahenden Ende. Na, wo ist er? Wo treibt er sich rum? Muss ich da hinten lang? Nee. Hat sich echt da vorne versteckt, ja? Hatte ich jetzt nicht, ich nicht gedacht. Da muss er hier irgendwo hocken. Na, wo bist du? Ja, wo ist er denn? Haben wir ihn? Ja, wir haben das Original und seinen Klon erwischt. Aber wo ist er? Der eine, den ich suche. Da ist ein Buch, das ist ein ziemlich gutes Zeichen vielleicht. Und eine Anfertigungsoption da. Das ist immer ein gutes Zeichen für den Endboss. Da ist er. Schön, dass man seine Gegner... Man muss ein bisschen aufpassen. Den darf man nicht nah ran. Schon gar nicht, wenn er so doll rumhaut. So, und?
Thaumaturgy just keeps getting the better of you, doesn't it? War das klar? Ah, das Ding habe ich auch nur so aus Versehen mitgenommen. Dann ist ja gut, mich beruhigt. Da. Naja, das werde ich jetzt sein lassen müssen. Also huschen wir jetzt hier einmal zurück. Ah, ich muss doch noch in die Mine. Stellt euch das vor, jetzt muss ich doch noch für die Stufe 35 in die Mine. Auf Wiedersehen. So, ich möchte dir aber gerne was verkaufen. Und zwar das möchte ich dir. Den anderen Kram möchte ich mir zumindest mal angeguckt haben. Das ja nicht. So, ist aber nicht viel Leben drauf. Naja, unser ist jetzt auch nicht viel besser. Das Ding ist definitiv besser als das, was wir tragen. Ich kann es auch noch nicht benutzen. Ich müsste noch eine Stufe warten und die Stärke habe ich auch zu wenig. Ja, das würde ich nicht. Könnte ich machen. Gibt ja auf dem Fertigkeitsbaum. Jetzt hat er es wieder abgebrochen, ne? Gibt ja auf dem Fertigkeitsbaum hier auch die Stärke. Also man könnte das über diesen Weg machen. Aber das wäre es mir jetzt nicht unbedingt wert. Also können wir das verkaufen, können wir das verkaufen, das verkaufen. Ja, die wären schon besser als meine. Benutzen könnte ich die auch. Ja, die wären definitiv besser als meine. Also die würde ich jetzt auch gerne dann einsetzen wollen. Die, na. Und das Ding. Die geben sogar. Ah, da fehlt mir zum Beispiel auch wieder Stärke, ne? Also können die, im Prinzip können die weg. Das würde man jetzt austauschen. Good luck. Wird man auch gleich verkaufen. Ich glaube, den brauche ich. 39 zum maximalen Leben. Auch gut. Fast besser als Energieschild, ne? Also, ich sag mal, echtes Leben ist immer ein bisschen praktischer als Energieschild, finde ich. Sonst hat mein Verbrauch. Gut, könnte man dann auch noch verwenden. So, den verkaufen wir jetzt einfach mal. Ich verkaufe das jetzt. Rest behalte ich. Rest ist meins. Den habe ich vergessen. Machen wir einfach so. Zerstören. Ist auch Take weg. Care. Ja, mache ich. Oh, Nico. Say you later. Selbst Nico habe ich noch. Also genau genommen, wenn ich in der Mine, ist das ja quasi mit der Akt 4, oder? Hätte ich jetzt die Bibliothek noch mitgenommen in Akt 3, dann wäre es das jetzt schon gewesen. Aber so. Na, vielleicht finde ich noch was richtig Schönes. Noch eine erhabene Sphäre vielleicht sogar noch. Ich habe die Anfertigungsoption vorhin gar nicht mitgenommen, ne? Oh. Glaube ich. Bei Woll. Kann das sein? Ich glaube, das ist in der Tat so. This'll do nicely, Elsa. Oh. So, hier machen wir natürlich jetzt den Schaden voll. Ihr könnt schon sehen, 20% erhöht. Chaoswiderstand kriegen wir hier plötzlich. Nochmal Multiplikator für Chaos-Schaden über Zeit. Super, alles richtig. Alles richtig. Wir sind jetzt Stufe 35 und das bedeutet eigentlich, wir können hier an der Stelle, können wir zurück und wir müssen jetzt, eigentlich müssten wir jetzt unsere kostenfreie Überraschungskiste bekommen haben. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, Mikrotransaktionen. Feuer und Eis enthält einen unbekannten Gegenstand. Womit habe ich die denn verdient? Das weiß ich nicht. Also das ist ja die Düsterwald-Überraschungskiste, wo ich diese jetzt hier habe. Ich weiß das nicht. Vor allen Dingen mit dem Char. Kann ich mir ehrlich gerade nicht erklären. Naja, nehme ich. Habt ihr das auch? Schreibt es ja mal in die Kommentare. Ich bin mal gerade ein bisschen irritiert.
Oder kann man sich eine aussuchen, welche man haben will? Und dann ist die andere gleich weg? Ich lasse mich mal überraschen. Öffnen. So, das ist ein Stiefelskin. Den habe ich auch schon. Bin ich ja mal gespannt. So, weil das ist eigentlich doch... Ja, das weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Keine Ahnung. So, die wollen wir öffnen. Das ist ja quasi ein Ding, da kann man schon sehen. Normalerweise kosten die so 30 Punkte, aber die ist eben hier kostenfrei. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ah, die hat mich jetzt echt irritiert, die Feuer- und Eis-Dings. Die gibt es auch schon ganz lange nicht mehr, glaube ich. Was haben wir hier bekommen? Oh! Gut, die sind auch nicht so schick. Mal davon mal ab, aber... Es wird der Char kommen, wo ich mir sage, das brauche ich. Wir können ja einfach mal schauen, kosmetisch, Handschuhe, da, Stiefelskin. So, und da sind sie und dann sehen sie so aus. Sieht so ein bisschen aus wie leuchtende Turnschuhe. Kennt ihr ja bestimmt alle diese Turnschuhe, die dann leuchten, wenn man auftritt. So ein bisschen sehen die so aus, ne, oder? Also wie gesagt, ist nicht immer der Jackpot, den man kriegt, aber es hat nichts gekostet. Und irgendwann hat man vielleicht mal genau den Char, zu dem das perfekt passt, weil man sagt, ich meine, nachher ist nicht ätzend, also so richtig ätzend ist nicht. Wir gehen mal zurück in die Minen gehen, da ist ja ein bisschen dunkler. So, hier. Das hat schon was, so ein bisschen. Ja, also. Leute, das ist dann also das Ende hier, der Flashback. Meines kleinen Flashback-Specials. Wir haben Stufe 35. Ich habe meine kostenfreie Kiste. Die Hexe, also diese Ausführung der Hexe, die wird dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch ins Nirvana gehen. Also ich sag mal, ich lasse die wahrscheinlich so lange, bis die Liga die tatsächlich endet. Dann greife ich mir die Items ab und dann wird das Ganze letztendlich so ein bisschen übertragen und dann wird die auch im Nirvana landen. Ich denke mal nicht, dass die als was anderes irgendwie weiter benutzt wird. Das ist vielleicht auch kostenfrei gewesen hier, der Frosch. Der ist gar nicht so doof. Der hat was. Naja, egal. Sei es. Ich hoffe, euch hat das kleine Special gefallen. Wie gesagt, die Hexe kann man super spielen. Nicht nur für ein Flashback-Event. Ich würde die euch auch ans Herz legen, so sie nicht ganz deutlich nach unten genervt wird, würde ich euch die auch vielleicht für die nächste Liga empfehlen, weil die wirklich Spaß macht, relativ simpel durchkommt und man hat nicht viel Ärger mit der. Und es passiert also wahnsinnig viel ohne spezielle Items. Man muss eigentlich nur gucken, dass man vielleicht Zauberschaden, zusätzlichen Chaosschaden über Zeit, dass man solche Faktoren hat, dass man darauf achtet, dass man Leben hat, Widerstände, dass die eben passen. Da hat man mit deren relativ schönes Path of Exile Leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Geschichte und vielen Dank und bis dann.